Tschechische Republik ist in den letzten 2 Jahren immer von mir geflohen, wenn ich hier vorbeigekommen bin. Und nun habe ich es endlich einmal geschafft, jemanden zu finden, der sich die Zeit genommen hat, Marco Gustose etwas über die Tschechische Republik zu erzählen. Martin, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir die Zeit gefunden haben, uns ein bisschen zu unterhalten über dein Land. Wir verbinden natürlich in Deutschland nicht so viel Wein mit der Tschechischen Republik. Ja, wir sind ganz kleine Weinland. Also wir haben nur 7500 Hektar und das ist nur für uns ein Gold. Aber für uns ist das auch eine Gewinnung, weil wir haben Leute, sagen wir 20.000 Leute, was die kennen, von Wein gewonnen sind. Aber wie viele Sonnentage habt ihr? Ja, Sonnentage, das ist dasselbe wie in Deutschland. Zum Beispiel kann ich sagen, dass die Weinbauzone A, wo in Stuttgart ist, dass wir in Südmähren als Baden, also in Weinbauzone B sind. Also das ist dasselbe wie bei euch. Und was für einen Bodentyp habt ihr in der Tschechischen Republik? Ja, wir haben alle Bodentypen. Das Beste, was wir haben, ist in Palava, Gebirge. Das ist ein schönes Gebiet in Südmähren bei der Mikulov. Und dort haben wir ganz schöne Kalkboden, wo 30 und mehr Prozent mit dem Kalkboden sind. Und natürlich haben wir schöne Sandboden, vielleicht in Znaim oder in Bzenec, also in Westen oder in Osten. Das heißt, eure Weine werden wahrscheinlich dann sehr mineralisch sein. Ihr werdet wahrscheinlich auch sehr süße Weine gelegentlich haben. Ja, natürlich. Also von Kalkboden haben wir ganz minerale Weine. Die Leute kommen zu uns und probieren. Und von Sand natürlich die Rheinrieslinge oder Grüne Veltliner. Und eine Spezialität in Tschechien sind die Süßweine. Natürlich, wir können Eiswein machen. Wie in Deutschland. Kalt genug ist es da ja manchmal. Ja. Und wie in Österreich oder Kanada. Aber die spezifischen Weine, also Eisweine, kommen aus uns. So, wer ist denn euer Hauptabnehmer eurer Weine? Ihr exportiert wahrscheinlich sehr viel dann nach Osteuropa. Nein. Wir produzieren um 500.000 Liter, also im Durchschnitt nach der Ertrag, und wir brauchen 2 Millionen Hektoliter, und das Rest müssen wir importieren. Und ja, das ist das in an einer Seite unser Problem und in andere Seite unser Gewinn. Das heißt, ihr importiert den Wein und ihr verkauft ihn nicht in andere Länder? Ja, natürlich. Etwas verkaufen wir, aber das ist nur für Marketing. Ja. Weil es ist immer besser, wenn wir den Wein in der Tschechischen Republik verkaufen und nicht zum Beispiel nach Dänemark mit einem kleinen Preis exportieren sollten. So, Martin, wir haben hier einen Sauvignon, den hast du mir schon eingeschenkt. Der ist auch prämiert worden. Ja. Was kannst du mir über diesen Sauvignon sagen aus dem Jahre 2013? Also, der ist sehr blumig. Also, Sauvignon Blanc ist sehr lieblich Wein in der Tschechischen Republik. Hat auch eine ganz milde Säure. Ja, es gibt mehrere Typen von Sauvignon Blanc. Es geht nach Klonen und die Sorte wird immer mehr gebaut, also gepflanzt. Und der Wein hier, was wir trinken jetzt,
ist ganz fein in der Nase, hat eine schöne Töne von Blumen. Ein feines Bouquet, von Blumen, ja. Von Blumenwiese, Honigmelone. Ja, danke sehr. Und, leichte Aprikosenspuren haben wir mit ja, drin. Ja, super, da brauche ich nicht sprechen. Ja. Und dazu eine schöne... Wie viel Volumenprozent hat er? 12%? Nein, es ist um 12,5%. 12,5? Ja, ja 12,5 tatsächlich, ja. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal die Gläser, glaube ich, austauschen, weil wir haben ja hier noch einen zweiten, aber der ist noch verschlossen. So. Ah ja. So ein Pinot Gris. Ja. Das ist schon eine breite Wein. Grauburgunder, ja, ne? Grauburgunder. Kann man sagen. Hat ein bisschen verschlossenes Bouquet. Ja. Also ist nicht ganz so offen. Der ist noch sehr kalt, gell? Deswegen öffnet er sich auch noch nicht so. Aber er ist leicht ölig. Auch wieder ganz harmonisch, ausgeglichen. Ich glaube, dass der Wein kommt zu der Spitze. Und wir sollten ihm hier verkaufen. Also es ist ein ganz milder Wein auch wieder. Ja. Er ist sehr entspannt, sehr relaxend. Ein schöner Begleiter zu einem guten Lachs, würde ich sagen. Zu einer guten Scholle würde er auch sehr gut passen. Ja. Aber er könnte auch ein Spargelwein sein. Von der Säure her würde er auch dazu passen. Okay, also wir haben jetzt hier einen Sektwein. Ja. Aber da kauft ihr die Reben wahrscheinlich ein. Die produziert ihr nicht selber, nein? Wir sind auch ein Sektwein-produzierter Land. Ja? Und da haben wir ein Bohemia-Sekt Prestige Brut. Und der Wein kommt aus Rheinriesling, Grauburgunder und Pinot Blanc. Und das ist ein Feinsekt, welcher war 18 Monate auf der Hefe. Und glaube ich, ist in der Maut und in der Nase ganz fein. Ja, ist auch ganz weich. Ja, also er, ist ein bisschen, er hat ein bisschen Trockenes mit drin. Also er ist sehr harmonisch, ausgewogen, ausgeglichen für einen Sekt, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Liebe Zuschauer, der zweite Tag auf der Prowein ist nun vorbei. Und ich freue mich, dass ich es doch noch geschafft habe, ein Interview bei der Tschechischen Republik zu bekommen. Wir sehen uns jedenfalls morgen wieder in alter Frische und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.